Sind vegane Produkte wirklich gesünder? Wir reagieren heute auf die Space Frogs, hochverarbeitete Lebensmittel, die vegane Gelddruckmaschine. Ich bin nicht perfekt. Wisst ihr, ich ernähre mich nur vorrangig vegan. Ja, seht ihr? Ich habe Eier im Kühlschrank. Und der Bizeps lügt nicht. Aber für Leute wie mich ist es natürlich sehr praktisch, dass es immer mehr vegane Ersatzprodukte gibt. Und zwar so viele, dass man jetzt immer öfter hört, du brauchst gar kein Fleisch essen, es gibt doch jetzt alles auch im Vegan. Das Problem an solchen Sachen ist nur, im Prinzip ist es Schmutz. Das ist in Plastik eingeschweißte High-Processed-Pumpe, die wahrscheinlich größtenteils aus Wasser besteht. Ja. Trinkwasser ganz oben. Die denn schön gewürzt und in Form gepresst wird, damit es so schmeckt und aussieht wie das Original. Und dann wird damit wahrscheinlich auch noch extrem viel Profit gemacht, weil die Gewinnmarge so groß ist. Und ist das nicht das, wo so Sachen wie Cyberpunk immer waren? Diese Sci-Fi-Dystopia? Ja, Freunde, da hat er auch prinzipiell recht. Diese veganen Ersatzprodukte sind meist hochverarbeitet und wirklich alles andere als gesund. Und ich kann verstehen, warum viele sagen, ja, ihr wollt auf Fleisch verzichten, bringt aber Produkte auf den Markt, die genau wie Fleisch aussehen und so heißen. Ob das alles so gesund ist, was wir uns da in den Schlund stecken, das schauen wir uns jetzt mal an. Und wie Lebensmittel bzw. verarbeitete Lebensmittel einkategorisiert werden. Ah, Melusa, was ist mit der Kamera? Hey. Okay, zurück ins Studio. Es gibt unverarbeitete Lebensmittel, das ist dann zum Beispiel einfach ein Apfel oder eine Kuh. Ja, wenn du sie roh isst schon. Dann gibt es verarbeitete Zutaten, so eine Käse, die Sahne oder eigentlich auch der kleingeschnittene Apfel. Verarbeitete Lebensmittel, das ist dann das komplette Gericht, was du zu Hause selber gekocht hast. Und die Verarbeitung ist prinzipiell jetzt nicht das Problem. Aber dann gibt es noch hochverarbeitete Lebensmittel. Und der unterscheidende Punkt ist hier, dass du es nicht zu Hause nachmachen kannst. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht die Mittel zu Hause, um Käse selber zu machen oder Wein. Aber es ist ein Bereich des Möglichen, dass ich die Produkte dazu kaufe, um das zu machen. Ich habe jetzt vielleicht nicht zu Hause Platz, aber es gibt ja Leute, die irgendwie im Haus noch so einen Weinort haben und da ihre Weine reifen lassen. Aber unter dem Begriff meint man eher halt riesige Maschinen, die Lebensmittel dann auf ihre Inhaltsstoffe zersetzen, auf Quantenebene, dass erst beim Öffnen der Scheiß sich entscheidet, ob es lebt oder tot ist, dass das ganze Zeug buchstäblich in eine einzige Pampe verwandelt wird, wo teilweise auch Prozesse angewendet werden, die der menschlichen Verdauung ähneln. Kommt natürlich auf das Produkt an, aber es wird quasi vorverdaut, was ich auch eine interessante Formulierung finde. Wir essen. Ja, und ich denke, das Problem an diesem Prozess ist, dass sehr viele Mineralstoffe und Vitamine verloren gehen. Gerade deshalb, weil viele wichtige Nährstoffe bei diesen Prozessen verloren gehen, ist das Ganze nicht mehr so gesund. Außerdem wird häufig Fett oder auch Zucker zugesetzt. Verdaute Lebensmittel. Diese Pampe kannst du dann mit anderen Inhaltsstoffen versehen, dieses dann haltbarer machen, den Geschmack beeinflussen oder es halt stabiler machen, damit es in der Form bleibt und dass es dann gepresst wird. Offensichtlich gibt es da natürlich riesige Unterschiede zwischen den Produkten. Bestimmte Prozesse werden schlimmer sein als andere. Aber wo liegt jetzt das allgemeine Problem, wenn die Produkte doch jetzt schon so schön vorverdaut sind? Schön bekömmlich, direkt in den Darm, direkt in die Blutbahn. Warum ist das nicht gesund? Das klären wir gleich, aber was auf jeden Fall gesund ist, ist guter Schlaf. Ah, ja, Ricardo. Die Werbung überspringen wir mal kurz. Gibt's nochmal 5% obendrauf. Vielen Dank, Emma, für die Unterstützung. Also erst einmal darf man nicht nur auf die Inhaltsstoffe schauen, wie es zum Beispiel der Nutri-Score macht. Natürlich geht es immer besser und schlechter, aber es ist ja schon mal gut, wenn man auf Zucker ver... Ja, dieser Nutri-Score sagt mal wirklich gar nichts aus. Ich habe letztens eine Hafermilch geholt, die hatte einen Nutri-Score von D. Oder auf zum Beispiel künstliche Zusatzstoffe. Und definitiv gibt es Fertigprodukte, die nicht so schädlich sind wie andere Fertigprodukte. Aber das Hauptproblem ist einfach, dass wir Lebensmittel zu uns nehmen in einer Form, die unser Verdauungssystem nicht gewohnt ist. Auf einer Seite ist es einfach viel zu nahrreich. Also die Konzentration an Nährstoffen pro Kubikzentimeter ist einfach zu groß. Ich meine, Ballaststoffe sind ja Ballaststoffe, weil wir sie nicht verdauen können. Es macht uns voll, aber gibt uns nichts. Und das ist gesund. Aber so haben wir uns Millionen von Jahren ernährt. Wir haben einfach alles Mögliche an Gemüse und Obst in uns reingestopft. Und der Darm hatte dann erstmal eine ganze Weile zu tun, die ganzen Nährstoffe da rauszuleachen. Deswegen ist es einfach besser, Obst richtig zu essen, anstatt dir irgendwie so einen scheiß Fertig-Smoothie reinzuziehen aus der Kühltheke, weil der Körper da wirklich arbeiten muss, sich die Nährstoffe aus dem ganzen Ding rauszuziehen und länger braucht, um das Ganze einzuführen. Dann steckt der... Außerdem sind im richtigen Obst, wenn ihr das so isst, noch sekundäre Pflanzenstoffe drin, die in einem Smoothie fehlen. Und natürlich auch ein bisschen mehr von den Vitaminen und Nährstoffen.
Zucker nicht so schnell. Du bist viel länger geil drauf. Mm. Und was da auch noch krass reinspielt, ist, dass die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, ja auch noch extrem hochgezüchtet sind. Bananen sind da ein Klassiker. Ich denke mal, jeder kennt dieses Bild. Bananen früher, heute. Und wahrscheinlich sind sie auch wesentlich süßer als die Urbananen. Oder das krasseste ist natürlich Weizen. Der Scheiß ist einfach überall. Und das sind dann so ewig lange Kohlenhydratketten. Weißt du, da hast du so einen Batzen Nährstoffe, die könnte eine ganze Großfamilie eine Woche ernähren. Dabei hast du nur ein Sandwich gegessen. Der nächste Faktor ist unser Darm, beziehungsweise unsere Darmflora. Wisst ihr, da leben Milliarden von Bakterien in deinem Arsch, die von außen kommen. Also fremde Bakterien, die wir in unserem Körper dulden, die uns aber auch was geben. Es ist quasi eine Symbiose. Die zersetzen für uns gewisse Stoffe und stellen dafür Bausteine her, mit denen unser Körper dann was wieder anfangen kann. Diese Bakterien sind auf jeden Fall gewisse Nahrungsmittel gewohnt. Wenn wir jetzt aber andere Nährstoffe zu uns nehmen, die wir normalerweise zu uns nehmen, dann ernähren wir damit auch andere Bakterien, die entweder gar nicht da sind oder erst dann mit der Zeit aufgebaut werden. Aber mit diesen Bakterien haben wir dann vielleicht keine Bromance seit Millionen Jahren. Millionen. Und die stellen dann vielleicht Bausteine her, die wir gar nicht brauchen oder nicht gut für uns sind. Während andere uns dann wiederum fehlen. Was man jetzt noch nicht sagen kann, aber vielleicht passiert es, es könnte sein, dass wir uns natürlich als Menschen an diese neue Form der Ernährung gewöhnen. Früher hat der Mensch weder Gluten noch Milchprodukte vertragen. Warum könnte man sich also nicht auch an Ersatzprodukte gewöhnen? Was man aber auf jeden Fall sagen kann, wir essen durch diese hochindustrialisierten Lebensmittel einfach zu viel. Die machen meist noch extra Heißhunger. Und das Sättigungsgefühl ist einfach zu langsam, weil es das nicht gewohnt ist oder nicht drauf ausgelegt wurde, was wahrscheinlich auch an den fehlenden Ballaststoffen liegt. Und es macht uns zusätzlich auch noch krank. Fettleibigkeit und viele andere Probleme sind einfach ein Phänomen der Neuzeit und der Industrialisierung. Fairerweise muss man auch sagen, wir wissen, dass manche Sachen schlecht sind, aber wir wissen nicht ganz hundertprozentig genau, was explizit daran schlecht ist. Und Gesundheit ist ja nicht nur Ernährung. Aber warum machen das diese Aktiengesellschaften? Ist es etwa nicht deren Ziel, die gesundmöglichsten Nahrungsmittel zu produzieren? Ach, als wenn sich die Lebensmittelindustrie für die Gesundheit der Menschen interessiert. Denen geht's natürlich nur ums Geld. Die möglichst gesündesten. Ich bleib bei gesund möglichsten. Ich meine, ein Grund ist ja weit bekannt. Die wollen uns abhängig machen und weil Heroin ja leider nicht erlaubt ist, obwohl es echt gut den Magen runterfließt, machen sie es halt mit Zucker und Salz, indem sie es halt so lecker wie möglich machen. Und du halt einen fetten Fressflash kriegst. Ich meine, da finde ich es fies, wenn es Produkte sind, wo man es nicht erwartet. Weil ich hatte letztens Zucker in der Salami gesehen, da dachte ich so, what? Aber ja, Gummibärchen haben Zucker, das ist halt so, ja, da. Weiterer Punkt ist Logistik. Einer der bekanntesten Produkte, die eingekocht und neu geformt werden, was absolut merkwürdig wirkt, sind Pringles. Ich meine, eigentlich sind Chips ja einfach nur Kartoffelscheiben, die geil frittiert werden und eventuell gewürzt. Mit Essig und Salz. So lecker, diese Scheißsorte. Das kann jeder selber zu Hause machen, ist nicht so schwer. Aber Pringles kam auf die Idee, ey, yo, wir können die Scheiße einfach einkochen und dann neu formen und dann sind die alle so richtig geil stapelbar. Und dann sparen wir Platz und können mehr in einen LKW packen. Und dann sparen wir Geld, weil wir weniger LKWs brauchen. So. Der Umsatz. Und die Form ist natürlich jetzt zum Trademark geworden, aber wen interessiert's, da ist Gluten drinne. Warum zum Fick mischt man Weizen in eine Kartoffel rein? Juhu! Aber der wohl wichtigste Punkt, glaube ich, ist Marktbeherrschung. Das Problem an unverarbeiteten Lebensmitteln und aber auch Zutaten ist, dass sie jeder herstellen kann. Sahne ist Sahne. Es gibt viele Firmen, die Sahne herstellen. Du kannst im Laden entscheiden, welche Sahne du haben willst. Es ist aber immer Sahne. Und gerade bei Obst und Gemüse kaufen die Supermärkte halt bei den Anbietern an, die für die jeweilige Sache am meisten Sinn macht, was teilweise halt lokal sein kann, aber teilweise halt auch irgendwie Afrika. Wenn du dich jetzt aber als Verarbeitungsindustrie dazwischen schmuggelst, läuft ja der gesamte Profit über dich. Du kaufst von den Bauern, verarbeitest das zu deinem Goo und was auch immer du dann daraus haben willst und die Supermärkte kaufen wieder dann bei dir. Alle. Viele Firmen betreiben da gerade eine Menge Greenwashing, weil sie mehr vegane Produkte anbieten. Bio, gesund, was auch immer und die Veganer freuen sich. Aber bitte glaubt nicht, dass sie das aus den richtigen Gründen machen. Die Firmen wollen von Fleisch weg, weil Fleisch kein Profit macht. Fleischindustrie ist... Ja, stimmt schon. Wenn man sich mal anschaut, wie die Preise für Fleisch sind im Vergleich zu diesen veganen Ersatzprodukten, ist das schon sehr viel günstiger, irgendeine Fleischsorte einzukaufen, anstatt, keine Ahnung, vegane Nuggets, die gefühlt das Dreifache kosten. Das ist schon heftig. Völlig am Arsch. Die muss scheiße subventioniert werden, damit die funktioniert. Und trotzdem werden die Angestellten teilweise schlechter behandelt als die Tiere. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, weil die Tiere oft getötet werden. Also das ist ja gerade eben das Gute, deren Qual wird beendet. Aber vegane Produkte haben momentan eine sehr hohe Gewinnmarge. Viele fragen sich ja mal, warum ist das vegane Produkt teurer als das tierische Produkt, wo es doch eigentlich teurer ist, so ein Tier über Monate daneben zu halten und so ein Shit. Und ein wichtiger Grund, warum es halt teurer ist, weil sie sich halt mehr Geld in die Tasche stecken. Sie machen tatsächlich Gewinn mit diesen Produkten. Aldi und Lidl und sowas machen kein Geld mit Fleisch, bieten aber Fleisch an, weil sie wissen, die Leute wollen Fleisch. Und viele würden ja nicht zu diesen Geschäften gehen, wenn sie da nicht alles bekommen. Niemand möchte zu 5 Supermärkten gehen. Und deswegen ist dieser Wandel zu diesen vegan industrialisierten Produkten in deren Interesse, weil sie damit mehr Geld machen. Und damit...
Ja, die könnten es auch einfach mal günstiger für den Kunden machen, aber nein, Hauptsache, die wollen sich mehr Geld einstecken. Ist schon dreist. Nichts gegen vegane Ernährung allgemein. Man kann sich auch vegan ernähren, ohne die ganze Zeit Fertigprodukte zu essen. Und man kann auch mal Fertigprodukte essen, das ist nicht der Punkt. Ich will jetzt hier nicht so tun, als würde ich keine Fertigprodukte essen. Und ganz wichtig für die Firma ist halt diese Patentierbarkeit. Wenn du das Rezept hast, was einfach die sahnigste Sahne hervorbringt, die keine Sahne ist, dann werden halt alle deine Marke kaufen. Und plötzlich wird sie halt überall in Gesamtdeutschland angeboten und du kontrollierst den Markt. Alles läuft über dich. Du bist das Sahnekartell. Dass immer mehr Lebensmittel durch diese hochverarbeiteten Lebensmittel ersetzt werden und wir uns immer mehr in diese Abhängigkeit dieser großen Firmen bringen, ist es buchstäblich Cyberpunk. Das ist der Shit, wovor uns die ganzen Sci-Fi-Filme warnen. Man kann argumentieren, dass es klimafreundlicher ist als die Fleischproduktion, aber ich glaube, der lokale Obst- und Gemüsemarkt ist auch sehr klimafreundlich, aber auch gesünder für dich. Das große Problem bei dieser Diskussion ist, dass sich bis heute niemand einig ist, was wirklich gesund ist. Ich meine, es gibt super viel Bullshit da draußen. Von wegen, ey, verzichte nur auf diese eine Sache und du lebst 1000 Jahre. Aber erstmal kauf mein Buch. Andere hingegen wollen eine Ernährungsform aus ideologischen Gründen pushen. Und dabei ja, also ganz ehrlich, versucht einfach auf natürliche Lebensmittel zurückzugreifen. Keine Ahnung, Obst, Gemüse und auf Fertigprodukte zu verzichten. Was esse ich zum Beispiel? Haferflocken, Reis, Kartoffeln, Eier, Thunfisch, Quark und so weiter. Und ganz ehrlich, es ist nicht nur günstiger, sondern auch gesünder, wenn ihr selber kocht. Oft Argumente herangezogen, die gar keinen Sinn machen. Menschen vor 3000 Jahren in Äthiopien, die haben sich nur vegan ernährt. Ja, und die Leute vor 3000 Jahren, die sind jetzt alle tot. Aber ey, wir haben hier oben so Reißzähne. Das bedeutet, dass wir Fleischesser waren, schon immer. Ich habe heute tatsächlich schon eine Banane und einen Apfel gegessen und ich lebe noch. Ach. Zu sagen, omnivor oder vegan ist gesünder, ist eine zu kurz gedachte Aussage. Weißbrot mit Öl und Zucker ist vegan, aber offensichtlich nicht gesund. Du kannst eigentlich jede Ernährungsform gut und schlecht umsetzen. Es ist sehr schwer, faktisch rauszufinden, was jetzt wirklich das Beste oder Schlechteste ist, weil Studien eigentlich immer einen gewissen Verfälschungsgrad haben. Bei bestimmten Ernährungsformen gehen meistens auch gewisse Lebensstile mit einher oder kulturelle Faktoren spielen da auch stark mit rein. Alkohol, also allgemeine Drogen, Stress, sportliche Aktivität. Das sind ja alles Faktoren, die auch Einfluss auf deine Gesundheit haben. Oder wie du auch die Nahrungsmittel aufnimmst und verarbeitest. Und dann auch sowas, dass kurzfristige und langfristige Ernährungsumstellungen ja auch anders betrachtet werden müssen. Und man dann ja auch nicht ausschließen darf, dass Menschen prinzipiell unterschiedlich gewisse Nahrungsmittel vertragen, aus genetischen Gründen zum Beispiel. Wenn du jetzt alle Studien gleichzeitig beachten möchtest, dann ist eh alles irgendwie gleichzeitig gut und schlecht. Gut, manche Sachen sind definitiv schlecht. Aber das Ganze würde zu einem Micromanaging von Ernährung. Ja, also ich finde auch bei dem Thema Ernährung sollte man sich nicht auf spezielle Studien fokussieren. Esst einfach das, was euch gut tut, aber versucht auf Zucker zu verzichten, soweit es geht. Wie gesagt, immer Obst und Gemüse und natürliche Lebensmittel. Und Freunde, falls ihr nicht kochen könnt, kann ich euch nur ans Herz legen, lernt kochen. Das ist wirklich nicht so schwer. Ich bin der Meinung, jeder ist irgendwie in der Lage, Reis zu kochen und ein bisschen Hähnchenbrust anzubraten, wenn man jetzt kein Veganer ist. Führen und das kann ja keiner praktisch umsetzen. Wenn es um Ernährungstipps geht, sollten wir die Regeln wahrscheinlich simpel und leicht umsetzbar gestalten. Und damit ist wahrscheinlich die wichtigste Regel, koche frisch. Mit so vielen unverarbeiteten Lebensmitteln wie möglich. Und das kannst du natürlich dann versuchen, vielseitig zu halten, dass du einerseits darauf achtest, dass du einen Mix aus Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten hast und dann wahrscheinlich viele verschiedene Gemüsen und allgemein immer wieder was anderes essen, dass du irgendwie dann Mineralstoffe zu dir nimmst, die du vielleicht brauchst oder auch nicht. Also koch frisch und nicht jeden Tag das Gleiche. Und wenn du es ein bisschen komplizierter machen willst, kannst du sagen, viele Proteine, viele Ballaststoffe, wenig Kohlenhydrate und am besten halt nicht so hochgezüchtete Kohlenhydrate. Und natürlich der Klassiker, kein Zucker, kein Alkohol, kein Heroin. Auch wenn. Ja, wobei wenig Kohlenhydrate würde ich nicht zustimmen. Ich meine, du kannst auch Kohlenhydrate aus Reis beziehen oder Haferflocken, also langkettige Kohlenhydrate. Dagegen sollte nichts sprechen. Außer Zucker, die braucht halt der Körper wirklich nicht. Langkettige Kohlenhydrate sind ausreichend. Spaß machen. Und auch wenn die Leute sagen, oh, ich brauche ein bisschen Zucker zum Wachwerden oder irgendetwas. Es gibt ja immer diese Nährwertdeklaration, wo ja immer der Tagesbedarf draufsteht. Und da ist halt auch ein Tagesbedarf von Zucker drauf ausgewiesen, als würden wir es halt brauchen. Aber wir brauchen keinen Zucker. Der Körper kann das aus anderen Stoffen herstellen und das ist dann irgendwie besser. Und ich glaube, da muss auch einfach jeder selber rausfinden, was er einfach gerne isst, was er in seinen Alltag integriert kriegt. Weil Kochen ist ja auch nun mal Arbeit und Zeit. Und was man auch selber verträgt, weil manche Leute vertragen gewisse Sachen einfach nicht. Weil darum, ist halt so. Ernährung ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Fitness-Szene.
Szene, wo es ja auch super komplexe, krasse Studien gibt und Anleitungen und Leute da eine übelste Wissenschaft draus machen, die ja vielleicht für Bodybuilder auch wichtig ist. Aber für dich selber gilt wahrscheinlich einfach, steh einfach auf und mach 10 Liegestütze. Geh joggen oder mach ein paar Hantelübungen. Irgendetwas ist schon ein Riesenunterschied zu nichts. Ich meine, wenn du zu dem Thema googelst oder dich informieren willst, wirst du gerne auch mal erschlagen mit Podcasts, Sachbüchern und 1000 Stunden. Ja, das stimmt schon. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Fitnessanfänger überfordert ist. Gerade bei den gefühlt 1000 Fitnessvideos, wo jeder andere Tipps gibt. Dabei ist es ganz einfach, fokussiere dich auf die Basics. Biomaterial. Aber für die meisten ist wahrscheinlich der größte Unterschied, den man machen kann, frisch kochen. Einfach mehr frisch kochen. Und wenn man das gut umsetzt, kann man ja immer noch mal zwischendurch sich was ansehen oder auch nicht, aber ja. Und dann kann es ja trotzdem auch mal eine vegane Wurst sein. Ich meine, wir wollen jetzt hier nicht so tun, als würden wir nie Fertigprodukte essen, aber mein Punkt, warum ich dieses Video überhaupt geschrieben habe, ist, ich möchte nicht die Sachen, die ich frisch koche, durch irgendwelche Ersatzprodukt-Scheiße austauschen. Das ist keine Option, liebe penetranten Veganer da draußen. Ja, gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ich würde auch ungern mein Steak gegen ein veganes Steak austauschen und das ist auch legitim, aber trotzdem Respekt an jeden Veganer, der das durchzieht und durchhält. Für mich kommt zum jetzigen Zeitpunkt die vegane Ernährung nicht in Frage. Ich schnapp mir einfach das Beste aus allem und will mich da nicht einschränken. In dem Sinne, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, schreibt etwas in die Kommentare und vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Danke fürs Zuschauen.